Herzlich willkommen im Schwarzwald, einer von der schönsten Gegenden auf dieser Welt. Da, wo wir vom Boschert leben und arbeiten dürfen. Das Einzigartige an uns ist, dass wir einer von den wenigen Firmen sind, die noch fast zu 100% selber fertigen. Das kommt aus einer Tradition heraus. Wo die Firma 1948 gegründet wurde, war 4 Kilometer südlich die Schweizer Grenze, 4 Kilometer östlich die französische Grenze und 2 Kilometer nördlich hat der Schwarzwald angefangen. Also haben wir alles selber machen. Und weil wir die vergangenen 70 Jahre mit selber machen gut gefahren sind, werden wir auch in Zukunft bei unserer fast 100%igen Eigenfertigung bleiben. Ja, die Firma hat Land, Gebäude und auch einen Maschinenpark. Für Banken sind es Werte. Für mich sind Werte der Firma die Menschen, die hier arbeiten. Und es ist eine Freude, mit dieser Mannschaft zusammen für ein Ziel zu kämpfen. Boschert einfach besser. Wir haben die besten Mitarbeiter, weil wir ihnen vertrauen, ihnen etwas zutrauen und ihnen viel Eigenverantwortung übertragen. Bei uns ist jeder für die Qualität von seinem Teil verantwortlich. Er stellt sie präzise her, er überprüft sie und er gibt sie erst im absolut perfekten Zustand wieder. Die Maschine, an der der Tobi schafft, gehört nicht im Boschert, sondern im Tobi. Es ist sein Bearbeitungszentrum und er behandelt die Maschine auch entsprechend. Die Einstellung von unseren Mitarbeitern, das ist das Fundament von unserem Erfolg. Wir bilden auch die besten Lehrlinge aus. Stimmt's, Frank? Logo. Und das schon seit 60 Jahren. Ja, unser Motto ist nicht über Fachkräftemangel jammern, sondern bis dagegen tun. In der Lehrzeit lehren wir unsere jungen Menschen als erstens Ordnung, als zweites Sauberkeit und als drittes sich selber, ihre Leben und ihre Arbeit zu organisieren. Hier im Bereich Fertig- und Klapplager sorgt Alexei dafür, dass das Handrad von unserem Lager im Auge und auch der Hand vom Bediener schmeichelt. Übrigens, in seiner Freizeit ist der Alexei Imker und macht den besten Honig von der Region. Die Maschinen sind recht kompliziert in der Programmierung und in der Bedienung. Wir haben früher noch großen Respekt vor diesen Dingen gehabt. Vor ein paar Jahren habe ich dann den Thomas gefragt, ob er mitgeht, so eine Maschine anzuschauen. Und habe dann gefragt, ob er denkt, dass er so eine Maschine programmieren und bedienen kann. Hey, selbstverständlich, hat er gesagt. Heute haben wir 7 so Maschinen im Einsatz. In der Fräserei organisieren die Jungs vom Werkzeugeinkauf über die Arbeitsvorbereitung bis zur Qualitätssicherung alles völlig selbstständig. Fabio, was tüftelst du hier gerade aus? Warte, das siehst du dann, wenn ich fertig bin. Jojo, in jedem Lager steckt halt auch ein Stück Fabio. Der Günther macht sich seit 47 Jahren alle problematischen Drehteile. Mit seiner immensen Erfahrung und seinem Können ist er für uns ein wahrer Zauberer an der Treibbank. Auch bei uns läuft Seriefertig für Ausklink- und Stanzmaschinen selbstverständlich über CNC-Zentren. Uns geht es in erster Linie darum, unsere Kunden Maschinen von hoher Qualität und einer guten praktischen Handhabung zu liefern. Und um das zu erreichen, benutzen wir manchmal auch unkonventionelle Methoden. Das Monster, das könnte im Industriemuseum stehen. Das leisten wir uns, weil wir hier damit auf den Tisch von unserer Ausklinkmaschine eine Oberfläche erzeugen kann, was das Festkleben von geöltem Blech verhindert. Mit dieser Oberfläche machen wir jedes Jahr Hunderte von Blechwerkern eine richtige Freude. Wir haben auch noch manuelle Bohrwerke, denn wir haben festgestellt, dass auch das beste, das neueste und das teuerste CNC-Bohrwerk bei der Herstellung von Einzelteilen und Prototypen einer manuellen Maschine mit einem guten, erfahrenen Bediener unterlegen ist.
Der Klaus trägt Verantwortung fürs Erodieren und für die Lagerhaltung von den entsprechenden Fertigteil und Rohling. Und der Marcello, der ist fürs Klapplager zuständig. Richtig. Und wir sind immer in der Lage, über 500 verschiedene Klapplager Sondertypen kurzfristig auszuliefern. Und dazu muss das Team und die Organisation perfekt passen. Selbstverständlich fertigen wir auch sämtliche Blechteile selber, und zwar auf unserer eigenen Maschine. Dadurch ist unsere Schlosserei gleichzeitig auch unser Dauertestcenter. Hier in der Montage von der CNC-Stanzmaschine und dem Kombilaser ist der Toni der Chef. Morgen, Peter. Toni, was ist in der Montage unsere Devise? Peter, du weißt doch. Ein Mechaniker und ein Elektriker bauen gemeinsam eine Maschine von A bis Z und sind im Anschluss voll dafür verantwortlich. Also ist es schlussendlich keine Boschert-Maschine, sondern ist eine Maschine vom Steffen und vom Uwe? Klar, so ist es. Dankeschön. Und hat der Kunde Fragen oder Sorgen, wird er nicht von der Service-Hotline mit einer geschissenen Warteschleife betreut, sondern von dem Team, das seine Maschine gebaut hat. Unsere Kunden, die können mit den Technikern direkt schwätzen. Auch den Schaltschrankbau machen wir komplett selber. Von hier aus kriegen unsere Kunden Programmierunterstützung und Fernbetreuung via Internet. Und zwar, wie gesagt, direkt vom entsprechenden Techniker. Hier lagern rund 10.000 Teile, die wir für den Bau unserer Maschine brauchen. Selbst nach 20 Jahren können unsere Kunden noch Ersatzteil bestellen. Sie kriegen sie schnell und im perfekten Zustand. Auslink-Maschine mit einem unerreichten Porsche 3-Punkt-Führungssystem ist vor ca. 40 Jahren unser Einstieg in Blechbearbeitung. Weltweit sind heute ca. 20.000 Auslink-Maschinen im Betrieb. Mit sonnigen Maschinen macht man aus Kunden Freunde. Schauen Sie mal die Schweißnaht da. Ein Traum. Das ist das Werk von Waldemar und seinen Kollegen. Sie bildet das Team, das vom Abladen vom Brennteil bis zum fertig geschweißten und verputzten Gestell alles macht. Da sind wir in der Montagehalle für unsere Kupferstanzmaschine, Abkantpresse, Schere. Manuel, der Geschäftsführer von Boschert, erklärt uns mal kurz, was da so läuft. Der Benny überprüft gerade die Abkantpresse von unserem Kooperationspartner Gizelis und schaut, dass sie unserem Boschert-Standard entspricht. Hier werden unsere manuellen Stanzmaschinen, die Abkantpressen der Profi 28 und Quickbend-Serie montiert. Und hier montieren Marc und Bernhard gerade eine Kupferbearbeitungsmaschine. So, damit wäre unser Rundgang beendet. Sie rennen jetzt unsere Firma und Sie wissen, dass wir mit Leidenschaft Maschinen bauen. Maschinen, die Ihnen ein Leben lang Ihre Arbeit erleichtern. Denn Boschert ist einfach besser.